Wort. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und jetzt kommt unsere Beziehung zum Heiligen Geist. Jesus ist ganz, ganz klar, er erwartet und er sieht das voraus. Er prophezeit, seine Jünger werden den Heiligen Geist kennen. Nicht nur Jesus, nicht nur den Vater, sie kennen den Heiligen Geist. Das ist, was er sagt. Ihr kennt ihn. Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn. Jetzt kommt eine sehr interessante Begründung. Denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also er meint, weil er da ist, weil er uns so nah ist, weil er wie Jesus ist, weil er jetzt an Jesus Stelle gekommen ist und das mit uns und für uns tut, was vorher Jesus für die Jünger getan hat. Deswegen natürlich nehmen wir Kontakt auf mit ihm. Jesus redet von einer Beziehung zum Heiligen Geist. Wir sollen den Heiligen Geist kennenlernen und lernen, mit ihm zu gehen, lernen, uns ihm unterzuordnen, lernen, von ihm geführt und geleitet und überführt zu werden und motiviert zu werden, gestärkt zu werden und so weiter. Eine ganz starke Betonung in den Abschiedsreden von Jesus über die Beziehung, die Hingabe zum Heiligen Geist. Und wenn du einmal ein Bibelstudium machst, über was tut der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen, dann weißt du, ein wirkliches Christsein ohne Heiligen Geist, das geht gar nicht. Das gibt es überhaupt nicht. Ja. Und doch haben wir weite Teile der Christenheit, die so irritiert und verschreckt und eingeschüchtert ist, in Bezug auf den Heiligen Geist und deren Weisheit daran besteht, also dann will ich lieber nichts damit zu tun haben. Alles, was viele Leute, die sich Christen nennen, wissen über den Heiligen Geist, oh, da muss man ganz vorsichtig sein. Das ist, was die wissen über den Heiligen Geist. Und sie denken, und wir sollen wirklich vorsichtig sein mit dem Heiligen Geist. Wirklich. Aber diese Vorsicht besteht nicht darin, dass wir sagen, nun, da kann man was falsch machen, also dann lieber werden wir uns für dieses Thema gar nicht öffnen. Das ist die größte Dummheit. Ja? Weil für alle Fehler, die wir machen, wir werden korrigiert und der Herr überführt uns und der Herr erzieht uns und er prägt uns. Aber zu sagen, ich öffne, weil das ein schwieriges Thema ist, ich öffne mich überhaupt nicht dafür, das ist der größte Fehler überhaupt. Ja. Und was für eine traurige Sache, wie muss der Himmel das sehen, dass es da Menschen gibt, die ihre Aufgabe darin sehen, Gläubige einzuschüchtern, Gläubigen Angst zu machen, ja nicht sich zu öffnen für den Heiligen Geist, weil dann könnte irgendwas Schlimmes passieren und sie könnten einen falschen Geist bekommen. Was für eine Tragik. Wo Gott so viel Betonung lief. Ich weiß, es gibt Baptistgemeinden, die haben ihre Statuten gemacht. Im Vorstand hat beschlossen, hier wird nicht mehr der Heilige Geist erwähnt. Weil wir haben das mal versucht und das gibt Unruhe, das gibt Spaltung, das gibt Verwirrung. Und Gott ist ja ein Gott des Friedens. Also, wir werden hier nichts mehr machen. Das ist Menschenweisheit. Ja? Jesus hat über die Bedeutung des Heiligen Geistes gelehrt. Die Apostel haben über den Heiligen Geist gesprochen und die Leute ermutigt. Paulus sagt, 2. Korinther 13, 13, wir sollen alle Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Das ist eine Freundschaft, das ist eine Beziehung, das ist ein Geben und Nehmen. Ja? Und es ist erschreckend, wie viele Menschen, die einfach die nicht informiert sind darüber, einfach was das Wort Gottes sagt. Und damit fängt es ja an, dass wir informiert sind. Und dann geht es weiter, dass wir mit diesen Informationen arbeiten und entsprechend uns darauf einstellen. Ja. Ich war in einer charismatischen Gemeinde, habe ein Mitarbeiter-Fortbildungsseminar gemacht und sprach über die Bedeutung des Heiligen Geistes im Leben des Dieners Gottes. Und jemand brachte gleich einen Einwand und sagte, ja, aber ich habe in meiner Bibel gelesen irgendwo, man darf nicht mit dem Heiligen Geist sprechen. Es gibt keine einzige
Bibelstelle, die das auch noch irgendwie andeutet. Ja? Und wenn du dir mal den Kontext anschaust, wie Jesus die Jünger vorbereitet hat auf sein Weggehen, hat gesagt, ich gehe weg, aber das ist kein Problem für euch, ist sogar gut. Ja? Weil wenn ich weggehe, kommt ein anderer an meiner Stelle. Ja? Und das ist das griechische Wort, ein anderer bedeutet ein anderer von derselben Art. Und jetzt, er wird euch führen, er wird euch lehren, er wird euch in alle Wahrheit leiten, er wird euch das Zukünftige erklären. All das ist, was Jesus gesagt hat in Bezug auf den Heiligen Geist, um sie vorzubereiten. Ja? Also an der Stelle von Jesus wird ein anderer kommen, der sie jetzt führt. Kannst du dir vorstellen, in diesem Kontext, ein Jünger hebt die Hand und sagt, ja, und dürfen wir auch mit dem reden? Natürlich hat das niemand gefragt, weil die Jünger waren 3 Jahre mit Jesus und sie haben ihn andauernd irgendwas gefragt. Was bedeutet das und erklär uns das und was meinst du da? Und wenn sie nichts gefragt haben, dann hat er sie was gefragt. Ja, also da war immer ein Austausch da. Niemand wäre auf die Idee gekommen, aha, ein anderer, der jetzt genauso uns hilft und beschützt und stark macht und die Liebe Gottes zeigt und so weiter wie Jesus. Aber reden natürlich darf man mit ihm nicht. Das ist doch einfach undenkbar, so etwas. Ja. Aber Gläubige glauben Theorien, glauben Menschenmeinungen mehr als dem Wort Gottes. Und dass ein Großteil von Gläubigen weltweit, die Jesus gehören und die Angst haben vor dem Heiligen Geist. Wie traurig. Und was können wir tun ohne den Heiligen Geist? Alles, was wirklich Wert hat, kommt vom Heiligen Geist. Er macht die Schrift lebendig. Er offenbart uns das Wesen Gottes, das Herz Gottes. Ja. Guck mal, Lukas 24. Da haben wir diese schöne Begebenheit nach der Auferstehung, wo da zwei enttäuschte Jünger unterwegs sind auf der Landstraße und sie wissen noch nicht, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus kommt zu ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und dann redet er mit ihnen und später dann kriegen sie mit, wer er ist und dann verschwindet er auf einmal. Und dann überlegen sie, guck mal in Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Jesus ging mit ihnen und hat über Jesus in der Schrift gepredigt. Jesus predigt über Jesus. Er zeigt von Mose an alles über ihn. Ja? Er öffnet ihnen die Schriften. Und später eine andere Situation, dann siehst du noch einmal genau das Gleiche. Vers 45, andere Situation, andere Jünger, aber derselbe Dienst. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und das, was damals Jesus den Jüngern getan hat, war ja vor der Himmelfahrt. Genau dasselbe tut heute der Heilige Geist. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Er öffnet uns die Schriften. Er zeigt uns Jesus im Wort. Er zeigt uns das Wesen Gottes, den Geschmack Gottes, das Herz Gottes. Und das tut er mit der Schrift. Das tut er nicht in irgendwelchen emotionalen Erfahrungen primär, sondern er benutzt das Wort Gottes. Dank sei Gott, wenn wir berührt werden vom Heiligen Geist. Aber je mehr das Wort in uns ist, umso klarer wird diese Berührung vom Heiligen Geist ausfallen. Ich habe Menschen gesehen, die wurden mächtig berührt vom Heiligen Geist. Und danach sind sie abgefallen. Ja. Und wir dürfen nicht denken, weil einer eine starke emotionale oder körperliche Erfahrung gemacht hat mit dem Heiligen Geist, das ist irgendein Siegel seiner Geistlichkeit. Das ist irgendwie eine Bestätigung, dass das ein geistlicher Mensch ist. Ja. Wir haben unsere Kriterien, aber Gott hat seine eigenen. Ja. Und ich kenne ganze Gemeinden, die legen extrem viel Wert auf Manifestationen. Hey, Manifestation ist nichts anderes, als der Körper und die Seele reagieren auf die Berührung der Kraft Gottes. Das ist so, wie wenn du deine Finger in die Steckdose steckst, da hast du auch Manifestationen. Ja? Dein ganzer Körper wird vibrieren, weil Power durch dich durchgeht. Ja? Aber das ist nicht ein Beweis, dass du ein besonders geistiger Mensch bist. Du hast nur einen Fehler gemacht und den Finger in die Steckdose gemacht. Ja? So die Manifestation bedeutet überhaupt nichts.
Und ich kenne ganze Gemeinden, die machen Wettkämpfe. Wer hat die bizarrsten und sonderbarsten und lustigsten und verschrobensten und seltsamsten Manifestationen? Und je mehr Betonung auf Manifestationen gelegt wird, umso mehr hast du. Und die ganze Gemeinde geht in die Irre und sie denken, das sind unsere Superstars, die hier die ganz tollen Manifestationen haben. Klar, es gibt Trunkenheit im Geist. Es gibt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dass wir zittern wie Espenlaub. Es gibt all diese Dinge. Aber das ist Nebensache. Das ist niemals das Zentrum. Wenn Gott das schenkt, dank sei Gott. Aber es geht immer darum, dass Gott in uns etwas tut. Es geht immer um Veränderung. Es geht um Offenbarung und dass wir gefüllt werden mit der Liebe Gottes. Und dass wir erkennen, wie sehr wir geborgen sind in der Hand Gottes, wie sehr wir geschätzt sind. Manifestationen bedeuten nichts. Ich habe einen Bruder gesehen, der hat so gewaltige Manifestationen gehabt. Der ist durch den ganzen Raum geflogen. Ja, der Mann Gottes hat gebetet und pfusch, der flog meterweit. Ja, und er war trunken im Geist, dass man ihn nach Hause fahren musste und was weiß ich, was alles für Sachen waren. Und ein paar Wochen später hat er seine Frau verlassen, ohne Seelsorge, ohne irgendetwas. Ging in eine andere Gemeinde und hat eine andere Frau geheiratet. Wir müssen wegkommen von dieser Idee, wenn jemand was erlebt mit dem Heiligen Geist, das ist der Beweis, dieser Mensch ist besonders hingegeben oder besonders geistlich. Das ist ein Trugschluss. Wenn du wissen willst, ob jemand geistlich ist, dann schau, wie viel vom Wesen Jesu siehst du. Vergebung, Demut, Dienen, Sanftmut und all diese Dinge. Da ist das einzige Kriterium, wie geistlich jemand ist. Wie reagiert er, wenn ihm Unrecht geschieht? Da siehst du, wie geistlich jemand ist. Hallo. Nicht, wie viele wunderbare Prophetien jemand ablassen kann und was er für Träume und für Visionen hat. Schau mal in Korinth, die haben Geistesgaben ohne Ende gehabt und Paulus muss sagen, ihr seid noch fleischlich. Wir müssen wegkommen von dieser falschen Idee. Die Geistesgaben sind der Beweis, dass eine Gemeinde reif ist. Korinth war Kindergarten. Die haben Parteiungen gehabt, die haben die typischen Kindergartenspiele gemacht. Ich gehöre zu dem, nein, ich gehöre aber zu dem und wir sind besser und ihr seid schlechter, Edge. So eine Kinderspiele haben die gespielt, als Kinder Gottes. Und Paulus sagt, wenn da noch Eifersucht, Neid, Streit ist, ihr seid fleischlich. Ihr seid noch fleischlich. Aber wir sind gerufen, im Geist zu leben und zu herrschen über die Werke des Fleisches und das Fleisch im Tode zu halten. Die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt mitsamt den Sünden und Begierden. Das ist geistliches Leben. Ja. Aber hier der Punkt ist, der Heilige Geist tut heute für uns das, was damals noch vor der Himmelfahrt Jesus den Jüngern getan hat. Er öffnet die Schriften. Der Heilige Geist benutzt das geschriebene Wort und es ist sehr, sehr schade und tragisch und es wird sich negativ auswirken, wenn immer mehr Verachtung ist über das Wort und Leute sagen, ich fühle Gott und ich erlebe ihn und ich brauche das Wort nicht mehr. Das ist der Anfang von einem gewaltigen Irrtum. Und wenn das eine ganze Gruppe tut, ich sage dir, sie werden eine Sekte werden. Das ist, was mit Wort und Geist passiert ist. Und wenn du denkst, ich urteile zu hart, dann hast du keine Ahnung, was für ein Chaos da herrscht. Ich habe mit Leitern gesprochen, mit Aussteigern gesprochen. Ich weiß einige Dinge, wenn ich die erzählen würde, ihr würdet das nicht glauben. Wie kann jemand, der sagt, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Bibel, wie kann jemand solche Dinge tolerieren und unterstützen und denken, das sind gesegnete Wirkungen des Heiligen Geistes? Das sind verwirrte Menschen, die diesen Maßstab längst aufgegeben haben. So, Gott will uns übernatürliche Dinge geben, aber gegründet im Wort. Gegründet in der Schrift. Das ist das Fundament. Da verstehen wir, was das Zentrum ist. Da verstehen wir, worum es geht. Und wir bauen auf der Grundlage der Schrift eine Beziehung zum Heiligen Geist auf. Wie tun wir das? Nummer eins, wir studieren, was das Wort Gottes über den Heiligen Geist sagt. Wir machen ein intensives Bibelstudium über das Wesen und das Wirken und die Absichten des Heiligen Geistes. Das ist das Erste. Und dann mit dem, was wir gefunden haben, gehen wir zum Heiligen Geist. Sagt er, was meinst du damit? Gute Frage, ich möchte sehr praktisch sein.
Du benimmst dich so, als wäre er wirklich da. Das meine ich damit. Du sagst, du kommst mit dem Wort zum Heiligen Geist und sagst, ich habe gefunden, du wirst mich in alle Wahrheit führen. Ich danke dir dafür, ich brauche das. Ich bin unfähig, aus mir selbst die Wahrheit zu finden, aber du bist da, du bist mein Lehrer. Und hilf du mir, dass ich ein gelehriger Schüler bin. Hilf mir, dich zu verstehen, hilf mir zu hören. Ich glaube dir, ich danke dir, ich ehre dich dafür, dass du versprochen hast oder dass Jesus versprochen hat, du würdest mit mir arbeiten und mich lehren und mich trainieren. Ich danke dir dafür. Du nimmst die Wahrheiten, die du findest über den Heiligen Geist und dann gehst du zum Heiligen Geist und sagst ihm, was du gefunden hast. Für manche Leute ist das eine seltsame Idee. Warum soll ich Gott sagen, was er in der Bibel ich gefunden habe? Das wird er ja wohl selber wissen. Ja? Aber eine kleine Hilfe ist da zu bedenken, Gebet ist niemals dazu da, Gott mit neuen Informationen zu versorgen, die er noch nicht hat. Gebet dient dazu, dass wir uns ihm geben und dass wir fest werden im Wort. Wenn du mit dem Wort zu Gott kommst, jetzt in diesem Falle zum Heiligen Geist, ja, dann ist das, du öffnest dich und er kann diese Dinge fest in dir einbauen. Dankbarkeit über Sachverhalte in der Bibel ist ein wichtiger Schlüssel. Darum heißt es, wir sollen zu ihm kommen mit Dankbarkeit. Wir danken dem Heiligen Geist. Damit drücken wir unser Vertrauen aus. Und je mehr wir unser Vertrauen ausdrücken, umso stärker wird unser Vertrauen. So, du findest diese Dinge. Ja, Paulus sagt, die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, danke. Du bringst mir die Liebe des Vaters. Wie soll ich die sonst erleben? Aber du schenkst die mir. Und ich danke dir, früher oder später, ich werde das erleben. Und ich warte darauf und ich vertraue dir. Und ich freue mich schon jetzt darüber und ich ehre dich. Du bist treu. Du wirst mit mir umgehen, so wie das Wort Gottes beschreibt, wie du mit jedem Gläubigen umgehst. Ich bin keine Ausnahme. Du etablierst dein Vertrauensverhältnis zum Heiligen Geist, indem du das Wort zu ihm zurückbringst mit Dankbarkeit. Das ist ein so wichtiger Schlüssel. Wir ehren ihn. Du bist mein Lehrer. Du wirst mir das Zukünftige offenbaren. Du wirst mich leiten. Du wirst mir die Schriften öffnen. Ja? Und dann gewöhnen wir uns an, wenn wir unsere Bibel aufschlagen, dass wir uns erinnern, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes werde ich hier nichts Brauchbares verstehen. Ich brauche ihn. Und er ist da und er ist willig. Und ich unterordne mich. Sage, Heiliger Geist, leite mich jetzt hier in meinem Bibelstudium. Öffne mir die Augen. Wirke du, damit ich verstehe. Ich bitte und glaube und danke. Das ist, was ich tue mit dem Heiligen Geist. So machst du dich zu einem Kandidaten, der gelehrt wird vom Geist. Und wir haben in unserem Land so wenige Gläubige, die gelehrt sind vom Heiligen Geist. Und wir haben so viele Gläubige, die mit aller Kraft sich an den Rockzipfel hängen von irgendjemandem, von dem sie hoffen und vermuten, der würde Gott kennen. Und sie haben Glauben aus zweiter Hand. Aber wenn du vom Heiligen Geist gelehrt wirst, du bekommst Offenbarungen, das Licht geht an und du siehst Schriftstellen, die du vielleicht schon hunderte oder tausende Male gelesen hast. Und auf einmal ist es wie das Licht geht an und auf einmal verstehst du. Und jetzt weißt du, dass du weißt. Und aus dieser Offenbarung kommt eine enorme Kraft. Und diese Kraftquelle steht dir immer zur Verfügung. Wenn du einmal, sagen wir mal Römer 6, ein wichtiger Baustein im christlichen Leben, wenn du Offenbarung bekommen hast über Römer 6, und wenn nicht, ist das Hausaufgabe. Du gehst in Römer 6, sagst, Gott, zeig mir, was das bedeutet. Was meint das? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wie soll denn das funktionieren? Christus wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt. Ich bin geboren 1900, sonst irgendwas. Wie soll ich denn mit ihm zusammen gekreuzigt sein? Da macht der Verstand Purzelbäume. Wenn der Heilige Geist die Offenbarung gibt, dann weißt du, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Und das ist die Grundlage für Leben im Sieg über die Sünde. Und weil diese Dinge heute nicht mehr gelehrt werden, wann hast du letztes Mal was über Römer 6 gehört?
Diese Dinge werden heute so wenig gelehrt. Die Grundlagen fehlen. Und dann wundern wir uns, warum es drunter und drüber geht in der Gemeinde. Und dann Leute nicht mehr weiter wissen, wie sie mit Sünde umgehen sollen. Und dann denken sie, ja, die Erleichterung besteht daran. Ich sage einfach, ja, das ist normal. Wir sind nun mal Menschen und da passieren diese Dinge. Und das ist ja nicht nur bei mir so, das ist bei uns allen so. Und das scheint wohl irgendwie Standard zu sein. Und dann kommen ganz verwirrte Menschen auf Römer 7 und sagen, siehst du, sogar bei Paulus war das Gute, das ich will, tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Siehst du, sogar bei Paulus, der ging es genauso wie mir. Ja? Und sie verstehen überhaupt nicht. Er redet nicht von seiner eigenen Erfahrung als erfahrener, reifer Mann Gottes. Er redet von einem Gläubigen, der noch nicht die Erlösung vom Gesetz der Sünde erlebt hat. Das normale Christleben ist Römer 8, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das Leben von Paulus, das ist normal. Er geht einfach in Römer 3, 4, 5, 6, 7, er geht durch die verschiedenen Stadien, Rechtfertigung und Freiheit vom Gesetz und all diese Dinge. Er geht durch diese Dinge hindurch, aber das Ziel ist Römer 8, das ist normales Christenleben. Aber wenn Leute nicht hingegeben sind in das Wort, dann ziehen sie das Wort auf das Level ihrer Erfahrung runter und kommen dann zu den absurdesten Auslegungen. Ja? Aber es soll genau andersrum sein. Das Wort Gottes soll uns hochziehen auf dieses Niveau des Sieges und der Reinheit und der Klarheit. Ja? Und wir wollen nicht das Wort Gottes verbiegen, um unseren jämmerlichen, kompromisshaften Zustand zu rechtfertigen und sagen, siehst du, das ist normal. Ja? Im Worte Gottes ist so klar, normal ist Sieg über Sünde. Ja? Und wenn wir reifen und wenn wir wachsen, dann werden wir wie ein Sportler immer neue Bestzeiten aufstellen. Zwischen unseren Abstürzen. Immer neue Bestzeiten. Das ist normal. Ja? Manche sagen, ja, aber dann wären wir ja vollkommen. Und das scheint ihre größte Sorge zu sein. Ja. Nur wenn wir jemals vollkommen werden, dann nur durch die Gnade Gottes. Und wo ist da das Problem? Da sollen wir doch offen sein. Paulus sagt, wir wollen die Heiligung vollenden in der Furcht Christi. Das sind Aussprüche, die findest du fast nirgendwo heute. Heiligung vollenden, manche wollen noch nicht mal anfangen, der redet schon vom Vollenden. Ja? Die Heiligung vollenden in der Furcht Christi. Da siehst du übrigens, was Furcht Gottes für eine Rolle spielt in Heiligung. Ja? Das ist extrem wichtig. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Ich glaube, ich habe auch schon andermal darüber gesprochen. Und wahrscheinlich vieles von dem, was ich heute sage, habe ich auch schon gesagt. Aber das macht mir gar nichts. Wie Paulus sagt, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, macht mir gar keine Probleme. Und euch umso fester. Ja? Wir müssen die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums immer wieder hören. Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. So, wir finden Aussagen über das Wesen und den Dienst des Heiligen Geistes und damit gehen wir zu ihm und wir erklären ihm unser Vertrauen und wir sagen, danke, dass du so mit mir umgehst, dass ich keine Ausnahme bin, dass du das tust mit mir und für mich. Halleluja. So, das war der Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer eins ist, wir studieren die Schrift über das Wesen und den Dienst des Heiligen Geistes. Nummer zwei, wir kommen damit zu ihm. Wir glauben ihm, wir ehren ihn. Was damit eng verbunden ist, Nummer drei, wir bitten um den Dienst des Heiligen Geistes. Paulus betet, Epheser 1, 15 bis 23 und Kolosser 1, Vers 9, er betet für ein übernatürliches Wirken an den Gläubigen. Er betet in Epheser 1 für den Geist, dass Gott den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, das ist der Heilige Geist, zur Erkenntnis Gottes. Gott kann nur durch den Heiligen Geist erkannt werden. Und Paulus, nach all seinen Teaching, hielt es für nötig, immer wieder dafür zu beten. Wenn die Gemeinden permanente Fürbitte brauchen. Paulus hat nicht gesagt, ich war im Geist, ich war im Glauben, ich habe einmal gebetet, das war das Gebet im Glauben und fertig. Fürbitte funktioniert anders als Gebet im Glauben. Du kannst für ein neues Auto beten, Gebet des Glaubens, der Heilige Geist gibt dir Zeugnis, Gott hat gehört, du hast es fertig und erzählst all deinen Freunden, mein Auto ist unterwegs und das funktioniert.
So haben wir einen Großteil unseres Hausstandes bekommen. Meine Frau kann beten für Couchen, für Küchen, für neue Küche, für Waschmaschine und was weiß ich, alles Mögliche. Ja? Man kann das Gebet des Glaubens sprechen und Jesus sagt, wenn wir glauben, dass wir empfangen haben, dann werden wir bekommen und fertig. Aber Fürbitte ist etwas total anderes. Fürbitte funktioniert total anders. Und Paulus sagt, immer wieder betet er, immer wieder. Er hört nicht auf. Also der Geist der Offenbarung und der Weisheit wird gegeben durch Fürbitte. Und das heißt, wir beten, Gott, gib uns. Und Jesus hat gesagt, wenn der Vater im Himmel wird den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wir benutzen diese Schriftstelle gerne für Geistestaufe und das ist auch okay. Aber nach der Geistestaufe gibt es noch andere Dinge, die der Heilige Geist tun will. Und wir bitten den Vater um den Heiligen Geist und er wird geben. Er wird geben. Durch diesen Dienst des Geistes der Weisheit und der Offenbarung werden die Augen des Herzens aufgetan und erleuchtet. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn man dafür nicht betet, dann bleiben diese Augen zu. Augen des Herzens öffnen sich, wenn man darum bittet. Und wenn man das sieht in der Schrift, oh, schönes Gebet, was der Paulus da gebetet hat, hört sich ein bisschen kompliziert an, ein bisschen theoretisch, spricht mich nicht so an, ich weiß nicht, was das bedeuten soll, und geht zum nächsten Thema über. Dann nützt das alles nichts. Gebet öffnet die Augen des Herzens und dann sehen wir. Also wenn nicht gebetet wird, werden die Augen nicht aufgetan und dann sehen wir nicht. Ja? Und manche theologische Diskussionen über manche schwierige Themen, ich breche ab und sage, weißt du, nimm mal Epheser 1,15 und bete das ein paar tausend Mal und dann reden wir weiter. Ja, es klingt arrogant, aber es ist so. Es ist so. Manche Dinge kannst du nicht erklären. Und die Leute doktern darum und versuchen irgendwie das zu verstehen und zu packen. Und es braucht einfach den Heiligen Geist. Und Paulus sagt, der natürliche Mensch, 1. Korinther 2, 14, versteht nichts. Der versteht nichts. Dem kannst du das predigen, dem kannst du das zeigen in der Bibel, der versteht es einfach nicht. Es macht nicht Klick, weil er keine Offenbarung hat. Und der natürliche Mensch, was ist der natürliche Mensch? Der seelische Mensch. Ich weiß nicht, warum meine geliebte Elberfelder, die nicht mehr so heiß geliebt ist wie früher, jetzt scheint Schlachter irgendwie zu überholen, ja. Warum die natürlich übersetzt? Das griechische Wort dort heißt einfach seelisch. Warum konnten die Übersetzer nicht einfach sagen, der seelische Mensch? Warum müssen sie da was anderes erfinden, was da gar nicht steht? Schreiben der natürliche Mensch. Nein, Paulus sagt, der seelische Mensch versteht nichts. Er wird nicht vom Geist gelehrt, er kriegt keine Offenbarung, er versteht nichts. Warum? Weil er auf der Ebene der Seele lebt, weil er von der Seele bestimmt wird. Das kann entweder seine messerscharfe Logik sein, unabhängig vom Wort Gottes, oder das kann seine Gefühlsduselei sein, ja, wo man von Gefühlen abhängig ist, ja, und nichts anderes will in Gott, als nur immer zu fühlen und so weiter. Muss man manchmal schauen, was wir alles so singen. Ganz Teil unserer Lieder geht alles nur um uns, ja. Wenige Lieder, wo wir ihn erheben. Vorhin haben wir mal eins gesungen und sofort ändert sich die Salbung. Ich weiß nicht, wer es mitgekriegt hat. Seine Majestät, seine Größe und sofort ändert sich die Salbung. Aber wenn wir in der Seele rumrudern, ich, meiner, mir, mich, da kommt kein Heiliger Geist. Sorry, aber so ist das. Ja? Und nicht alles, was sich schön anfühlt, ist Salbung. Da gibt es auch eine Menge, was wir aufrühren und aktivieren in der Seele. Hallo? Forscht mal durch euer Lied gut und schaut mal an, wie viel da ich, meiner, mir, mich vorkommt. Ja? Und lernen wir doch, Gott, du bist und du hast und du. Wir schauen weg von uns. Das ist Glaubensleben, weg von uns zu schauen. Und das Witzige ist, je mehr wir von uns wegschauen, umso mehr dient er uns und segnet uns. Aber wenn wir immer kommen, segne mich, segne mich, segne mich, ja, das ist keine Anbetung, das ist ein Missbrauch der Gegenwart Gottes. Und da könnt ihr noch ein bisschen klarer werden, ein bisschen aus den Kinderschuhen rauskommen. Hallo, nehmt ihr mir das übel, wenn ich sowas sage? Gut. Aber da habt ihr ein kleines Problemchen. Eindeutig. Und reife Anbetung ist, wir heben ihn hoch, wir ehren ihn, wir verkünden sein Wesen.
Das hat nichts damit zu tun, wie viel ich davon fühle und was mir das gibt, sondern wir ehren ihn, wir sprechen Wahrheiten über ihn aus. Er ist das Zentrum. Und es gibt ein seelisches Imitat von einer seelischen Anbetung, wo wir das Zentrum sind. Und davor wollen wir uns hüten und da wollen wir nicht rein, weil das eine Sackgasse ist. Weil irgendwann werden wir an einen Punkt kommen, wo das nicht mehr funktioniert und wo wir nichts mehr fühlen und dann müssen wir nachlegen und andere Tricks erfinden, um wieder Gefühle zu haben. Ihr Lieben, wir rennen nicht Gefühlen hinterher, wir rennen Gott hinterher und wenn wir ihm hinterher rennen, er wird uns überschütten. Aber wir rennen nicht Gefühlen hinterher, weil das würde bedeuten, am Montagmorgen du fühlst nichts, ja, und dann betest du den Herrn nicht an zu Hause. Und du musst wieder warten, bis die gesalbte Band dich wieder irgendwie mitzieht. Hallo. Aber der wahre Test von Durchhaltevermögen und von Hingabe und von Leben aus der Wahrheit ist, was machst du, wenn du gar nichts fühlst am Montagmorgen? Du ganz alleine und die Zimmerdecke, was machst du dann? Da zeigt sich deine Hingabe, da zeigt dich dein Glauben. Da zeigt sich, ja. Wir dürfen uns auch nicht belügen lassen vom Feind. Eine Zeit mit Gott, wo wir nichts fühlen, ist wertlos. Das ist eine der größten Lügen des Teufels. Ja? Wenn du dich durch deine Gebetszeit quälst und alles in dir sagt, es ist sinnlos, es bringt nichts, du fühlst ja nichts, keine Salbung, wie du das meinst, und das bringt alles nichts und ich kann jetzt abbrechen. Wenn du da sagst, nein, ich habe festgelegt, ich werde Gott ehren, ich bin noch nicht durch mit meinem Gebetsprogramm und ich ehre ihn, ich erhebe ihn und quälst dich dadurch, das ist kostbar für Gott. Das ist kostbar für Gott. Stark. Also ich sage, was ganz wichtig ist und schon ein Amen kommt. Ich schätze, wenn wir noch ein paar Tage so zusammen wären, würden noch 3, 4 Amen dazukommen. Und so würden wir vorwärts kommen im Laufe der Jahrhunderte. So, diese apostolischen Gebete, wie die auch genannt werden, Epheser 1,15, und Kolosser 1,9, die sind so extrem wichtig. Wenn wir was tun wollen für unser geistiges Wachstum und für das Wachstum unserer Geschwister und unserer Gemeinde, dann werden wir anfangen, diese Gebete regelmäßig zu beten. Muss nicht im Wortlaut sein, aber wir verstehen die einzelnen Punkte. Und Gott zu erkennen, das heißt, zu verstehen, wofür wir berufen sind, was unsere wirkliche Berufung ist, ja, was der Reichtum an Herrlichkeit in uns ist und was die gewaltige Kraft Gottes ist, die in uns wirksam wurde, all das führt dazu, dass wir Gott erkennen. Ja? Und Kolosser 1,9 ist ganz ähnlich. Permanent beten, wir hören nicht auf zu beten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Also das heißt, den Willen Gottes, sagen wir mal im Bereich Sexualität oder Filme oder Geld, zu predigen bedeutet nicht, dass die Leute jetzt erfüllt sind von Erkenntnis des Willens Gottes. Die haben es nur gehört, aber es ist nicht etwas, was in ihnen lebt. Es ist nicht etwas, was eine prägende Kraft hat. Das ist ein Riesenunterschied, im Verstand sich zu erinnern an etwas, was man gehört hat, oder das als eine lebensspendende, motivierende Kraft in sich zu haben. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Es fängt natürlich mit Hören an, aber dann muss es viel tiefer gehen. Ja, wie man so sagt, ja, vom Hirn ins Herz, ja. Und das kommt durch Gebet, durch Umgang mit dem Heiligen Geist. Dann ein anderer wichtiger Punkt. Ich bin jetzt bei Punkt 4. Wie wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist entwickeln können. Das erste war, wir sammeln die Informationen. Punkt Nummer 2, wir kommen damit zu ihm, wir danken ihm. Nummer 3, wir bitten um den Dienst des Heiligen Geistes, den Geist der Offenbarung und Geist der Weisheit. Dann Nummer 4. Wir ehren ihn für das, was er tut. Du bekommst Offenbarung oder der Heilige Geist gebraucht dich in den Geistesgaben, hast eine Weissagung oder du betest für jemanden, jemand wird gesund oder irgendwie etwas passiert oder im Hauskreis, du bringst ein Wort und da ist wirklich Power dahinter und der Heilige Geist benutzt es, Herzen zu berühren. Wann immer du erlebst, das war jetzt nicht nur ich, sondern hier war eindeutig die Hilfe des Heiligen Geistes dabei. Geh zurück und danke ihm und ehre ihn.
Ehre den Heiligen Geist für das, was er tut. Das ist egal, was andere darüber sagen. Wenn du empfindest, da war jetzt übernatürliche Hilfe da drin, da hat der Heilige Geist gewirkt und mitgeholfen. Vielleicht haben es andere gar nicht gemerkt, spielt keine Rolle. Du hast ein gesalbtes Gebet irgendwie losgelassen. Wann immer du spürst, der Heilige Geist ist da und er hilft dir und er trägt dich und er fließt durch dich. Geh zurück, ehre ihn, danke ihm. Und mach dir klar, dass der Heilige Geist dich gebraucht hat, ist nicht ein Beweis, dass du besonders bist. Mach dir das klar. Jesus gibt ein ganzes Gleichnis über diesen wichtigen Punkt. Ein kleines, wichtiges Gleichnis, ja, wo er dann sozusagen die Auslegung bringt, ja. Wir selber sollen sagen, wir sind unnütze Knechte. Das hat nichts mit Selbstablehnung, mit Selbstverdammnis zu tun, sondern es bedeutet einfach, ohne seine Hilfe hätte ich dieses, was immer das ist, machtvolle Weissagung oder Krankenheilung oder Dämonenaustreibung oder gesalbte Predigt oder irgendwas, ohne ihn hätte ich das nicht tun können und er hätte an meiner Stelle irgendeinen anderen benutzen können. Wir neigen dazu, wenn Gott uns gebraucht, zu denken, das ist der Beweis für die anderen, ich bin besonders. Das ist im Menschen drin. Und deswegen schützen wir uns vor Selbstüberhebung und wir kommen zurück zu ihm und sagen, du hast gesegnet und das ist, weil du Menschen lieb hast, weil du gut bist. Ja? Und wir brauchen die Mentalität eines Kellners. Dieses Bild finde ich sehr, sehr gut. Ja? Warst du schon mal in einem Restaurant, hast gut gegessen? Ja? Hoffentlich. Wenn nicht, dann wird Zeit. Ja? So, dann in einem guten Restaurant fragt der Kellner auch, ob es geschmeckt hat. Ja? Und sagen wir mal, es hat jetzt richtig gut geschmeckt. Ja? Und du sagst, es war exzellent, also unübertrefflich, es war spitzenmäßig. Was macht dann der Kellner? Ja, ich hab's gewusst. Ich habe das spitzenmäßige Essen gebracht. Nein, er weiß, er hat nur das Essen von der Küche zu deinem Tisch gebracht. Er sagt, ich werde es dem Koch ausrichten. Der Verantwortliche für das gute Essen ist der Koch, nicht der Kellner. Und wir brauchen eine Kellnermentalität. Dass wenn Gott uns gebraucht oder vielleicht auch sogar Menschen sehen das, du wirst gebraucht und sie bedanken sich dafür oder sie loben dich. Das ist ein Test, wie weit du schon in Demut bist. Kannst du Lob annehmen und auch richtig verbuchen? Manche Leute in Pseudo-Demut, wenn sie gelobt werden, nein, 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 alle Ehre dem Herrn. Ja, sie können nicht mal Lob annehmen. Das ist ein Zeichen von Stolz. Wer Lob nicht annehmen kann, zeigt damit, dass er in Stolz ist. Gut, ne? Kannst du gleich dich testen. Aber wir wollen auch nicht das Lob, wenn es jetzt um übernatürliche Dinge geht. Sagen wir mal, du wirst gelobt, weil du hast hier schön geholfen, in der Küche aufgeräumt oder mit dem Besen hier nochmal durch und so weiter. Ja, dann hast du das gemacht und da danken wir dir dafür. Und das ist wunderbar, dass du dich so hingibst und der Gemeinschaft dienst und Opfer bringst, während alle anderen sich amüsieren. Du dienst hier wunderbar. Ja, aber nehmen wir an, du hast übernatürlich gedient, mit Weissagung, mit Predigt, mit Dämonenaustreibung oder irgendwas anderem. Ja, dann nimm das Lob an, aber gib es weiter an den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, eigentlich meint die dich. Weil ich war nur der Esel. Ja, Jesus reitet auf dem Esel. Ja, kommt in die Stadt und alle sind begeistert. Ja, und klatschen und legen die Palmen nieder und der Esel denkt, wow, so einen starken Tag habe ich ja noch nie gehabt. Ja. Endlich erkennen Sie mal an, was für ein super Esel ich bin. Nein, Jesus, der Esel trägt Jesus. Ja? Und so sind wir auch manchmal. Ja? Wir denken, der Applaus gehört uns. Ja? Aber wir waren doch nur Diener. Ja? Nur das ist wichtig, weil wenn wir den Heiligen Geist ehren für das, was er tut, sagt er, okay, gefahrlos können wir einen Gang höher schalten. Wir können mehr geben durch ihn, weil er das richtig verbucht. Er benutzt nicht das Heilige, um sich groß zu machen, weil da müssten wir Stopp machen. Wenn er das benutzt, um sich groß zu machen, dann bereitet er ja seinen Absturz vor, also müssen wir erstmal uns zurückziehen. Wenn der Heilige Geist sieht, dass wir ehrlich sind und dass wir ihm die Ehre geben, er sagt, ich kann fortfahren, durch diesen Menschen zu wirken. Ja?
So, das ist so wichtig, dass wir dort ihn anerkennen. Nach Hause gehen und sagen, du warst wunderbar. Du hast den Nöten der Menschen begegnet. Du hast mich gebraucht. Du hast durch mich geredet. Du hast durch mich gewirkt. Du hast durch mich geheilt oder befreit oder was auch immer. Aber es ist Zeichen deiner Liebe zu den Menschen. Du hast bewiesen, du liebst Menschen. Gott kommt niemals mit Übernatürlichen, um dich groß zu machen, um den anderen zu zeigen, was für ein toller Mensch du bist. Der Heilige Geist kommt, um Jesus zu verherrlichen. Dafür kommt der Heilige Geist. Ja. Wie viele Lobpreisleiter habe ich gesehen, die abgestürzt sind, weil sie die Anerkennung und das Lob der Massen nicht verkraftet haben und auf ihr Konto gebucht haben. Ja. Und dann ist fertig mit der Salbung. Und sie werden abstürzen. Und sie werden das verlieren. Und dann waren sie vielleicht für 2, 3 oder 5 Jahre große, gefeierte, regional bekannte, vielleicht sogar landesweit bekannte Lobpreisleiter und dann nichts mehr. Weil sie nicht aufrichtig mit dem Heiligen Geist gehen, sondern sich an seiner Ehre vergreifen. Und Gott sagt, meine Ehre werde ich mit niemandem teilen. Das klingt irgendwie habsüchtig oder egoistisch. Aber das ist lauter Liebe, weil Gott gebührt die Ehre. Und wenn er zulassen würde, dass jemand sich an seiner Ehre vergreift, dann würde er zulassen, dass dieser Mensch in Lüge lebt, in Stolz lebt. Und Gott kann und er wird seine Ehre nicht teilen. Es muss ihm für das, was er tut, wirklich die Ehre gegeben werden. Und da wollen wir nicht so unwahrhaftige seelische Menschen werden, so wie Saul, die meinen, sie dienen Gott und wissen überhaupt nichts über das, über die innere Wahrhaftigkeit und versuchen da irgendwie Gott zu ehren, aber das Herz ist voller Sehnsucht nach Anerkennung. Saul hat gesündigt und sagt zu dem Prophet, dann komm mit und ehre mich vor den Leuten. Statt dass er sagt, ich gehe vor die Leute und sag, was ich falsch gemacht habe, ich tue Buße, ich bitte um Vergebung. Er sagt, Prophet, komm du und ehre du mich vor den Leuten. Was für eine Gesinnung. Und deswegen ist der Heilige Geist da auch ganz klar und macht keine Spielchen und schreibt einfach ins Buch, und Saul baute sich ein Siegesmahl. Wenn du da Saul gefragt hättest am Tag der Einweihung, wofür ist dieses Siegesmahl, was hätte er gesagt? Für mich. Nee, die hätte fromm geantwortet, alles zur Ehre Gottes, Ehre sei Gott. Aber der Heilige Geist lässt sie nicht betrügen und sagt, nee, ins Buch kommt, er baute sich selber ein Siegesmahl. Ganz klar. Er macht die Spielchen des seelischen Menschen nicht mit. So ist der Heilige Geist. Voller Liebe, glasklar. Das wollen wir, das brauchen wir, das macht uns frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist immer zweifache Wahrheit, die Wahrheit über Gottes Wesen und die Wahrheit über unser Herz. Das muss beides zusammen. Es ist nicht nur, wer ist Gott, sondern Gott ist der, der die Herzen prüft und dann kommt auch automatisch das Gott, hier bin ich, erforsche mein Herz, zeig mir, ob ich auf dem Weg eines Götzen bin und so weiter. Diese innere Wahrhaftigkeit, diese Sehnsucht nach Überführung, das gehört dazu. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Okay, dann ein anderer wichtiger Punkt, wie wir ganz praktisch Gemeinschaft haben können mit dem Heiligen Geist. Und das ist durch Sprachengebet. Das Sprachengebet ist ein geniales Mittel, das Gott uns gegeben hat, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist. Weil Gemeinschaft ist geben und nehmen. Es ist ein Austausch. Es ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es ist ein Hin und Her. Wir geben dem Heiligen Geist etwas und er gibt uns etwas. Und wenn wir in Sprachen beten, wir geben uns ihm, wir geben unseren Körper, wir geben unsere Stimmorgane, wir geben ihm unser Vertrauen, dass er jetzt durch uns wirken wird und nicht der Schwarmgeist. Halleluja. Weil Jesus hat gesagt, wenn ein Kind dem Vater um den Heiligen Geist bittet, dann gibt der Vater nicht eine Schlange oder einen Skorpion, ja? Was Bilder für dämonische Mächte sind. Ja? Das ganze Problem der Evangelikalen mit ihrer Angst vor Heiligen Geist hat gar nicht mit Heiligen Geist zu tun, hat was mit Misstrauen vor Gott gegenüber Gott zu tun.
Ja? Und wir schützen uns selber, weil wer weiß, ob Gott wirklich treu ist, wer weiß, ob Gott wirklich sein Wort hält. Ja? Wenn ich mich öffne, dann passiert was ganz Schreckliches und dann kommt der falsche Geist. Also öffne ich mich gar nicht. Und Jesus sagt, der Vater wird nichts Schlechtes geben. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht doch, also bleibe ich lieber zu, da kann nichts passieren. Das ist Menschenweisheit aus der Hölle. Menschenweisheit, aber eigentlich geboren aus der Hölle, um Menschen in eine falsche Sicherheit zu bringen. Wir schützen uns vor Gefahren, indem wir uns zumachen. Wenn wir in Sprachen beten, dann fließt der Heilige Geist durch uns. Wir beten in Sprachen, nicht der Heilige Geist betet in Sprachen. Ja? Das ist, was viele nicht verstehen. Ja? Gerade so aus dem evangelikalen Bereich, wenn man mit dem beten will für den Heiligen Geist, dann machen sie Mund auf und sagen, ja, ich bin ganz offen, es kommt nichts. Ich sage, wer ist es? Es steht nicht in der Bibel, es spricht aus mir. Wenn getrennt von deinem Willen es durch dich spricht, dann müssen wir hier eine Befreiungssession vornehmen. Ja? Nicht es, sondern ich spreche in Sprachen, sagt Paulus. Es ist mein Wille, es ist meine Stimme, es sind meine Sprachorgane. Ich spreche in Sprachen. Aber der Inhalt der Sprache, nicht die Art und Weise, ich kann in Sprachen flüstern, ich kann in Sprachen schreien, ich kann in Sprachen singen, ich bestimme das. Ich kann anfangen, ich kann aufhören. Aber der Inhalt, was ich spreche, kommt vom Heiligen Geist. Sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und sie fingen an zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und wenn du in Sprachen sprichst, kommt der Heilige Geist und er legt etwas in deinen Geist. Und du hast gelernt, dich nicht auf deinen Verstand zu verlassen, sondern dich hinzugeben und zu vertrauen. Und du lässt es aus deinem Geist, durch deine Sprachorgane, mit deinem Willen fließen. Und was da rauskommt, ist Originalton, Heiliger Geist. Das ist vom Himmel. Und wenn du das glaubst und lernst, darauf zu hören und dich darauf einzulassen, beim Sprachengebet, dann wird passieren, was Paulus sagt, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Wie viele Jahre habe ich auf diese Erfüllung dieses Verses gewartet? Ich habe viele Jahre schon in Sprachen gebetet und dachte mal, ja, was ist das jetzt mit der Erbauung? Paulus sagt, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Muss ich das nur im Glauben annehmen oder kann ich auch mal eine Erbauung spüren? Oder wie ist das eigentlich? Weil ich habe nicht in Sprachen gebetet, wie Paulus gesagt hat, dass man in Sprachen beten soll oder wie er in Sprachen betet. Wie ich in Sprachen gebetet habe, hat mich des Segens beraubt. Ich habe so gemacht, wenn ich in Sprachen bete, verstehe ich ja nicht, was ich da bete. Ja? Also, wenn ich das nicht verstehe, okay, dann kann ich ja die Zeit schon mal nutzen und hier oben meinen Motor anschmeißen und arbeite so meine To-Do-Listen durch. Jahre später habe ich Offenbarung bekommen, Paulus hat ganz anders in Sprachen gebetet. Er sagt, wenn er in Sprachen betet, sein Verstand ist fruchtleer. Sein Verstand produziert nichts. Der darf sich mal ausruhen. Weil was wir in unserem Verstand tun, ist doch nichts anderes als Informationen, die wir durch unsere fünf Sinne, meistens Auge und Ohr, die anderen spielen nicht so eine große Rolle, an Informationen aufgeschnappt haben und dann versucht unser kleiner Bordcomputer daraus irgendwelche Analysen und Lösungen und Projekte zu gestalten. Und das kann ja nicht funktionieren. Wir holen Dinge aus der Welt und versuchen damit, Dinge in der Welt zu verändern. Das kann nicht funktionieren. Das ist Münchhausen-Effekt. Das kann nicht funktionieren. Ja? Aber wir sind Geistmenschen und wir holen vom Himmel Lösungen für diese Welt. Ob das jetzt unsere Probleme sind oder die Probleme von anderen. Wir holen etwas vom Himmel. Und etwas von außerhalb dieser Welt hat die Kraft, die Welt zu prägen. Aber etwas, was von dieser Welt ist, hat keine Kraft, diese Welt zu verändern. Es kommt von der Welt. Was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ja? Und Gott will uns Weisheiten geben, will uns Lösungen geben, will uns Einsichten geben, will uns Ideen geben, will uns Projekte geben, will uns Hinweise geben. Gott will alle möglichen übernatürlichen Dinge einfließen lassen. Und das Mittel, wie wir uns öffnen für diesen himmlischen Input, ist das Sprachengebet. Wenn wir lernen, in Sprachen zu beten, wie Paulus das getan hat, wo unser Verstand einmal
Pause machen darf. Aber ich würde sagen, lass ihn die Pause genießen, erzwinge nicht die Pause. Wenn du versuchst, deine Gedanken abzuschalten, das wird niemals funktionieren. Aber was du tust ist, und das ist, was ich gelernt habe, und da kam die Erbauung auf einmal, da fing es an, ein lebendiger, quirliger, belebender, motivierender Strom zu sein. Und wenn der eine Weile durch mich fließt, ich fühle mich besser. Wie vom Urlaub komme ich dann. Der Heilige Geist fließt durch uns. Und ich unterbreche dann mein Sprachengebet und sage, Heiliger Geist, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und mein Geist bekommt es direkt von dir. So, du fließt jetzt durch meinen Geist, durch meinen Körper hindurch. Das ist von dir. Und dann höre ich auf mein Sprachengebet. Ich höre auf das. Ich versuche nicht da oben Ruhe zu machen. Ich konzentriere mich auf das Sprachengebet und mache mir bewusst, da ist jetzt der Heilige Geist. Der ist da drin. Und der gibt diese Sprache. Ich nenne das Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Dann ist er mir nah und ich bete in Sprachen. Ich nicke ihm zu und sage, wunderbar, köstlich, erfrischend, danke, du bist so gut. Und ich lasse es durch mich fließen und da kommt die Erbauung. Da kommt die Erfahrung, Mann, Gott wohnt in mir. Das ist, was wir alle noch nicht verstanden haben. Was das für ein Geheimnis ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darüber brauchen wir so viel mehr Offenbarung. Und dann wird so viel mehr vom Himmel durch uns fließen. Und das ist doch unsere Berufung. Das ist unsere Berufung. Aber alles fängt damit an, dass der Heilige Geist uns das Wesen, den Charakter, die Absichten Gottes offenbart. Und wie ich das gestern gesagt habe, die Folge davon wird sein, wir können ihm ohne Anstrengung immer mehr vertrauen. Wir wissen, wir sind geliebt. Wir wissen, er schaut auf uns. Wir wissen, wir sind wirklich wertvoll. Wir bedeuten ihm etwas. Hohelied 7, 11. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen ist nach mir. Das klingt fast wie Hochmut. Ja? Und du sagst, ja, und was ist mit mir? Du kannst dasselbe haben. Weil Gott kann diese innige Beziehung mit jedem seiner Kinder haben. Weil Gott unendlich ist. Er kann sich jedem seiner Kinder zuwenden, ohne zu sagen, du, Moment mal, jetzt wartet der andere, bleib mal jetzt ein bisschen, mach mal Pause und ich muss mal mich um den anderen kümmern. Gott kann sich jedem Einzelnen zuwenden, als wären nur Gott und er da. Und gleichzeitig kann er sich mit Millionen anderer Menschen beschäftigen und ihnen nah sein, sie segnen, sie liebkosen, sie ermutigen, seine Wertschätzung ausdrücken, seinen Vaterstolz zeigen. Ja, hast du mal den Vaterstolz Gottes erlebt? Dass du fühlst, der Vater ist begeistert darüber, dich zu haben. Das ist ein tödlicher Hieb gegen Minderwertigkeit. Da hat sie ganz schwer dran zu knabbern. Davon erholt sich nur noch ganz schwer. Halleluja. Halleluja. Gott freut sich, dass er dich hat. Und viele Gläubige, bei mir war auch so, haben sie die Idee, ja, Gott liebt alle und mich toleriert er gerade so. Aber der neben dir fühlt genauso. Und wir brauchen das. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wir brauchen das, dass wir das hören, dass der Vater sagt, du bist mein lieber Sohn. Ich freue mich, dass ich dich habe. Du bist mir kostbar. Du bist mir wertvoll. Wir sind wertvoll für Gott. Deswegen hat Gott das Kostbarste gegeben. Er hat Jesus gegeben, weil er uns haben wollte. Und all das Ganze, was Jesus durchgemacht hat, nur um den Weg zu öffnen, dass du zurückkommen konntest. Es bedeutet ihm etwas. Er hat eine Menge investiert, um dich an sein Herz zu bekommen. Und das ist eine Sache, das soll nicht nur eine Predigt sein, das soll nicht nur ein Gedanke sein, das muss eine Kraft werden in uns. Und es kommt durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und Sprachenrede ist ein wichtiges Mittel. Und dann lasst es uns richtig tun, es ist eine Sprache der Anbetung. Wie oft habe ich in den letzten 20 Jahren in den verschiedensten Gemeinden, in überall, ehemalige Sowjetunion, Ukraine, Moldawien und Weißrussland und Russland und Kasachstan und Kirgisistan, habe ich gesagt,
Bitte. Sprachenrede ist eine Sprache der Liebe, eine Sprache der Anbetung. Stell dir vor, du hättest eine Frau und du würdest ihr Liebeserklärung machen in diesem Ton, wie du jetzt hier in Sprachen betest. Ich nenne das mal Kalaschnikow-Gebete. Ja? Ich sage, hallo, mit wem redest du da eigentlich? Ja? Stell dir erstmal vor, du bist vor Gott und du drückst ihm dein Herz aus, das Tiefste in deinem Herzen, und du erklärst, wie dankbar bist und wie froh du bist. Ich sage, der Ton macht die Musik. Ja? Du machst Kalaschnikow, weil du gedankenlos betest. Aber wenn du dir mal vorstellst, mit wem du da eigentlich redest, ja? Du jagst nicht Dämonen durch die Pampa, sondern du hast eine Liebesgemeinschaft mit Gott. Ja? Sprachenrede ist nicht dazu da, Dämonen zu jagen. Es ist eine Liebessprache mit Gott. Also wie ich das hasse, diese Kalaschnikow-Gebete, die sind so hart, so hässlich. Wenn du das noch nie gehört hast, sei gesegnet. Ja? Und das zeigt einfach, dass da keine innige Beziehung zu Gott da ist, sondern das ist nur ein Trick, es ist nur eine Methode. Aber Methoden funktionieren nicht. Wir haben es nicht mit Prinzipien zu tun, wir haben es mit einer wunderbaren Person zu tun. Ja? Und wir sagen ihm, dass wir ihn schätzen, dass wir ihn lieben. Ja? Und wenn wir in Sprachen beten, wir glauben das, was Paulus sagt. Wir sprechen Geheimnisse im Geist. Viele Christen entwerten ihr eigenes Sprachengebet und benutzen das auch fast gar nicht mehr. Sagen, ja, wofür soll das gut sein, dass ich da irgendwas plappere, irgendwelches Blabla, was ich gar nicht verstehe. Vorsichtig. Paulus sagt nicht, du redest Blabla, er sagt, du redest Geheimnisse im Geist. Und da kommt eine ganz andere Wertschätzung für Sprachengebet, wenn du sagst, okay, ich rede Geheimnisse im Geist. Wow. Vielleicht rede ich sogar über meine eigene Zukunft, die Zukunft meiner Familie, meiner Kinder oder neue Dinge in der Gemeinde. Ich rede über Dinge aus dem Herzen Gottes. Geheimnisse. Wow. Dann kriegst du eine Ehrfurcht. Ja, und eine Dankbarkeit, und dann bist du motiviert, das fließen zu lassen, weil du verstehst, du bist wie ein Mittler zwischen Himmel und Erde. Ja. Du bekommst etwas vom Himmel und du lässt Worte Gottes in diese Welt fließen. Und dann kommen wieder die, die nicht richtig genug nachdenken, ja, aber das verstehen wir ja nicht. Und? Was bedeutet das? Sind deswegen die Worte weniger kraftlos? Ich sage immer, Schöpfung, Licht sei. Stell dir vor, da wärst du schon dabei gewesen. Du stehst neben Gott und Gott spricht, Licht sei. Höchstwahrscheinlich hätte er nicht auf Deutsch gesprochen. Oder? Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also mit aller Wahrscheinlichkeit hättest du nicht verstanden, was er sagt. Und dann stellt sich hin, ja, und das versteht ja jetzt keiner, was soll denn das jetzt hier? Nee, Gott spricht, Licht sei, und wusch, da ist das Licht. Und seit diesem Moment rast es mit der berühmten Lichtgeschwindigkeit durch ein unendliches All. Das sind 300.000 Kilometer pro Sekunde. Das ist affenschnell. Das ist wirklich schnell. Nur weil Gott spricht und es geschieht. Das ist doch völlig unwichtig, ob du das verstehst. Er hat verstanden und er weiß, es funktioniert und hat sich vorher schon gefreut. Jetzt machen wir Licht, pass auf, wusch! Da kann man richtig sich den Spaß Gottes vorstellen. Ja? Kreativ, ja, das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich. Gott hat Freude zu schöpfen. Das siehst du doch an der Natur. Das siehst du doch an jedem Käfer, an jedem Schmetterling, an jedem Vogel, an jede Vogelfeder, an jede Schneeflocke. Du siehst doch, Gott liebt es, einfach kreativ zu sein. Ja? Und es scheinen ihm da im Laufe der Jahrtausende die Ideen nicht auszugehen. Ja? Er ist so grenzenlos kreativ und das fließt und fließt und fließt und fließt. Ja? Ist gewaltig, ist gewaltig. Und Gott wirkt durch sein Wort. Und der neue Bund ist, ich habe meinen Geist auf dich gelegt und meine Worte in deinen Mund gelegt. Das ist der neue Bund, Jesaja 59. Das ist das Wesen des neuen Bundes. Gott adelt uns jetzt, dass sein Wort in unser Mund gelegt wird. Und Gott handelt jetzt durch unser Wort oder durch sein Wort aus unserem Mund.
Wenn ein Evangelist evangelistisch predigt und Menschen werden von neuem geboren, das ist das schöpferische Wort Gottes. Durch das Wort werden Menschen, durch den Samen des Wortes Gottes, werden Menschen von neuem geboren. Also Gott handelt durch uns. Und je mehr wir in diese Partnerschaft kommen mit dem Heiligen Geist, umso entspannter wird das, umso schöner wird das. Und wir vertrauen uns ihm an und er fließt durch uns. Ob das Gebet ist, ob das Weissagung ist oder irgendetwas anderes, Lobpreisleiten, prophetisches Singen oder irgendetwas. Der Geist Gottes fließt durch uns. Und wir haben eine Partnerschaft und wir sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung, gebrauche mich. Was immer meine Berufung ist, wenn du Sänger bist, gebrauche mich. Gib mir Lieder, die noch nie jemand gesungen hat. Was für eine Sache, etwas von Gott zu bekommen, was frisch ist, was neu ist, was kreativ ist, was noch nie einer gehört hat. Ich sage dir, je mehr wir den Heiligen Geist kennenlernen, umso erfüllter und tiefer und lebendiger und runder und kreativer und abwechslungsreicher wird unsere gemeinsame Anbetung werden. Und das wird darin enden, dass wir als ganze Gemeinde ein Orchester werden. Und der Heilige Geist ist der Dirigent und die Gemeinde wird Symphonien singen im Heiligen Geist. Nicht mal 3 Minuten kurz in Sprachen singen, Symphonien, das hat Akte, das hat Veränderungen und das wird laut und leise und gibt neue Themen, neue Melodien und so weiter. Das ist ein ganz komplexes Gebilde. Das ist, was der Heilige Geist tut. Wir sind ganz am Anfang. Aber lass uns fokussiert sein, es geht um ihn, es geht um seine Ehre. Wir kommen nicht zusammen, um ein bisschen schöne Gefühle zu haben. Wenn du schöne Gefühle brauchst, dann sei zu Hause vor dem Vater und lass dich füllen mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe Gottes. Aber die gemeinsame Anbetung ist nicht dazu da, dass du nach einer harten Woche mal ein bisschen Erfrischung hast. Leben, ihr müsst den Fokus ändern. Der Fokus ist Gott. Wir kommen nicht in die Versammlung, um aufgebaut zu werden, sondern wir bauen uns zu Hause auf, weil wir wissen, wie das geht. Und dann kommen wir aufgebaut in die Versammlung und sagen, Heiliger Geist, wem willst du durch mich dienen? Wen willst du ermutigen? Wen willst du segnen? Wen willst du beschenken? Für wen habe ich etwas? So kommen wir in die Versammlung und nicht dieses gib mir, gib mir, gib mir. Das ist eine Sackgasse, glaub mir das. Diese Gesinnung, gib mir, gib mir, gib mir, ist eine Sackgasse. Geben ist seliger als nehmen. Sitzt die Ermahnung? Ja? Ja. Gut. So. Einen wichtigen Punkt noch als letztes. Ich glaube, das ist, ich habe eine neue Nummerierung jetzt gerade hier in meinem Konzept. Das wäre jetzt Punkt Nummer 6 in der Beziehung mit unserem Heiligen Geist. Wir wollen in eine wachsende Übereinstimmung mit ihm kommen. Damit meine ich, es gibt Dinge, die kann er nicht ausstehen und muss sie doch ertragen. Aber es tut ihm weh und es betrübt ihn. Und Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wenn du dann das studierst, er redet von Dingen, die in den Augen vieler Christen total harmlos sind. Schreien, Lästerung. Eine Bedeutung von dem griechischen Wort Lästerung ist auch Gerüchte erzählen. Wie viele Gerüchte kursieren im Volke Gottes über Diener Gottes. Und Leute nehmen das ungeprüft und geben das weiter wie die neuesten Nachrichten und merken gar nicht, was sie damit tun. Sie bauen Barrieren auf, sie teilen immer wieder den Leib und machen sich zu, von gerade diesen Diensten zu empfangen, weil sie irgendwas Negatives gehört haben. Ja? Und statt sich zu gründen auf Fakten und auf die Wahrheit, sind sie begierig, alles Negative aufzuschnappen und sich anzueignen und das alles für wahr zu halten. An dieser Stelle ist das Internet wirklich eine Gefahr, weil es gibt Lästerforen, wo über Männer Gottes so ekelhaft, so respektlos, so böse, so einfach schrecklich hergezogen wird. Und das nützt niemandem. Das zieht die Menschen runter. Ja? Wenn jemand einen Konflikt hat mit einem Mann Gottes, dann soll er das klären und soll den ansprechen und soll den Konflikt lösen. Und wenn das nicht geht, dann nimmt er halt noch einen Bruder dazu. Aber im Internetforum das alles auszubreiten und dort einfach die anderen damit zu besudeln, das nützt niemandem etwas. Und da wird
einen Umgangston betrieben. Ich bin einmal in solchen Foren gewesen. Es ist erschreckend, wie junge Leute dort ablästern. So wie sie in der Schule über ihre Lehrer lästern, so lästern sie über Diener Gottes, die sie nicht kennen, die sie nicht verstehen, deren Dienste nicht begreifen oder deren Lehren sie nie wirklich gehört haben, nur vom Hören sagen. Und es ist schrecklich, was für eine eklige, dreckige Soße da ausgegossen wird. Lästerung ist etwas, was den Heiligen Geist betrübt. Zorn, Geschrei. In christlichen Häusern nach der Ordnung Gottes wird nicht geschrien. Eine gestresste Mama mit drei Kindern, die nicht klarkommt und nichts anderes mehr zu tun weiß, als zu schreien, ist nicht der Maßstab Gottes, ist nicht der Standard Gottes. Wir schreien nicht. Christen schreien nicht. Schreien gehört nicht in christliche Häuser. Das erledigt der ungläubige Nachbar. Das reicht schon. Und die Wände sind dünn im Neubau und die hören die christliche Mama schreien und sagen, naja, guck mal, wie wir, wo ist der Unterschied? Ja. Aber Gott sagt, es wird einen Tag geben, wo er einen Unterschied sehen lässt zwischen denen, die ihm dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und der Unterschied besteht nicht darin, dass die einen am Sonntagmorgen mit langem Gesicht und schwarzem Buch unterm Arm in die Kirche rennen und die anderen gehen auf den Sportplatz oder auf den Autowaschplatz. Ja, sondern der Unterschied ist eben, in den christlichen Häusern wird nicht geschrien. Ja, ich bin in einer Gemeinde gewesen, da war ein Mann, der sogar selber sich Bruder nannte, kam in die Gemeinde und alle wussten das in der Gemeinde und die ganze Straße wusste das, dass er regelmäßig in furchtbarer Weise Gewalt anwendet gegenüber seiner Frau, weil sie so laut geschrien hat, dass es die ganze Straße gehört hat. Und keiner in der Gemeinde, kein Bruder, niemand aus der Leitung, niemand hat den Mut, ihn zu konfrontieren und sagen, jetzt ist damit fertig. Wir erlauben dir nicht mehr, so mit deiner Frau umzugehen. Du bringst Schande auf den Namen Jesu, du bringst Schande auf die ganze Gemeinde, du bringst Fluch auf deine eigene Ehe. Damit ist jetzt Schluss. Wir erlauben dir das nicht mehr. Du hast zwei Möglichkeiten. Wir helfen dir raus aus deiner Gewalttätigkeit, wir bringen dich in Buße, wir bringen dich durch Befreiung und dann ist Frieden da im Haus. Oder du bist nicht mehr Bruder und nicht mehr Teil dieser Gemeinde. Alle wussten das. Das ging über lange, lange Zeit und niemand hat etwas unternommen. Warum passiert so etwas? Weil wir Gott nicht kennen. Weil wir nicht wissen, er ist ein Gott des Rechts. Er steht auf der Seite dieser misshandelten Frau und er möchte alles tun, durch die Ältesten, das zu beenden. Aber sie sind Feiglinge, sie trauen sich nicht, weil er ein bisschen kräftig ist, dieser Mann, und die Ältesten vielleicht ein bisschen schmaler gebaut sind. Es geht doch nicht um das. Ja? Aber wenn wir Sünde Sünde nennen, wenn wir konfrontieren, Gott wird auf unserer Seite sein. Gott will mit uns sein. Ja? Aber da war kein Verständnis für Gott, den Erbarmer, für einen Gott des Rechts und für Schande, die auf den Namen Jesu gebracht wird. Das war eine kleine Stadt, wo man sehr viele Leute kannte, vielleicht nicht alle, aber sehr viel doch. Und die Gemeinde war bekannt. Was ist das für ein Ruf? Du, ja, da hast du einen Frauenschänder in der Gemeinde. Die Gemeinde brauchst du nicht auf den Marktplatz stellen. Alle werden sagen, ja, wenn das die Gemeinde ist, du, das habe ich auch ohne Jesus, dieses Theater. So furchtbar. Ja, und weil Gott nicht bekannt ist als ein Gott des Rechts, also ein Gott, der eine göttliche Ordnung schenkt, die Frieden schafft, ja, für das wir uns auch einsetzen sollen. Ja. Man sagt, ja, was sollen wir machen? Wir haben ihm gesagt, er soll nicht tun, aber er macht weiter. Was sollen wir tun? Ich sage, was sind das für Älteste? Hätte Paulus auch mit den Achseln gezuckt und hätte gesagt, naja, was sollen wir machen? Wir haben es ihm gesagt. Gott ist nicht bekannt. Sein Eifer für Recht und Gerechtigkeit ist nicht bekannt. Und darum sind wir so passiv und so gleichgültig und so bereit, alle möglichen Dinge hinzunehmen. Ich war vor einiger Zeit in einer Gemeinde und man hat mir berichtet, also in dieser Gemeinde gibt es einen furchtbaren Umgangston und es passiert sehr, sehr häufig, dass ein Bruder einen Bruder in Gegenwart von anderen anschreit. Ich habe in der Predigt gefragt, wer hat schon mal erlebt, dass eine Person aus der Gemeinde einen anderen Christen anschreit? Ungefähr 50 Hände gingen hoch.
Ich sage, und wer hat schon erlebt, dass in einer solchen Szene eine dritte Person kommt und sagt, halt, stopp, so dürft ihr euch nicht verhalten. Das ist gegen die Ordnung Gottes, das bringt Schande auf den Namen Jesu. Hört sofort damit auf. Wer hat das schon mal erlebt? Drei Hände gingen hoch. Das ist der Zustand. Wir winken Dinge durch und sagen, ja, das sind Menschen, okay, und Menschen benehmen sich einmal so. Aber was sagt Paulus? Betrübt nicht den Heiligen Geist. Zorn, Bitterkeit, Lästerung, Geschrei, das sind Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Wir brauchen eine andere Wertemaßstab. Es ist nicht menschlich, es ist nicht normal. So etwas passiert nicht im Himmel und Gemeinde soll den Himmel widerspiegeln. Wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille soll geschehen. Wenn im Himmel nicht geschrien wird, dann wird auch in der Gemeinde nicht geschrien. Ja. So, wir wollen sensibel werden für den Heiligen Geist und deswegen werden wir sagen, Heiliger Geist, gib mir deinen Geschmack, zeige du mir, was in meinem Leben dich betrübt. Zeige du mir. Und dann wird er uns Schärfe der Bitterkeit und der Anklage in unseren Worten. Er wird uns das zeigen. Und wir werden erschrecken über unsere Worte, weil wir unsere Worte auf einmal anders hören. Er wird uns Dinge zeigen oder irgendwelche anderen Dinge. Er wird sein Licht geben, weil nichts möchte er mehr, als dass der Schmerz aufhört. Der Heilige Geist ist gesandt, bei dir zu bleiben. Und wie viele Gläubige quälen den Heiligen Geist Nacht für Nacht, setzen sich vor den Fernseher oder vor den Computer und ziehen sich den schlimmsten Dreck rein. Und der Heilige Geist wird gequält, muss diesen ganzen Dreck aushalten, möchte so gerne weggehen, aber er kann nicht. Er muss bleiben und muss sich das alles mit anhören, ansehen. Wir haben keinen Respekt vor dem Heiligen Geist, wir kennen ihn nicht, wir haben keine Freundschaft und deswegen passieren solche Dinge. Aber wenn wir sensibel werden, weil wir ihn darum bitten, lass mich sehen, wie du siehst, lass mich fühlen, wie du fühlst, lass mich lieben, was du liebst, lass mich hassen, was du hast. Das Gebet bete einmal ein paar Jahre und du wirst sehen, Wunder passieren der Veränderung in deinem Leben. Bete das mal ein paar Jahre. Lehre mich zu hassen, was du hast. Lehre mich zu lieben, was du liebst. Ein gutes Gebet. Und dann schicken Leute E-Mail. Wo steht das Gebet in der Bibel? Ich sage, kann dir ganz genau zeigen. Hebräer 1, Vers 9, da steht von Jesus. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und was sollen wir? Nachahmer Jesus sein. Also sollen wir auch lernen, Gerechtigkeit zu lieben und Gesetzlosigkeit zu hassen. Und es gibt so viele Christen, die wollen Pazifisten sein. Und wenn du ihnen sagst, Gott gebietet dir zu hassen, nein, hassen würde ich niemals, wir sollen nur lieben. Wenn du liebst wie Gott, dann liebst du das Gute und du hasst das Böse, weil das ist das Herz Gottes. Weil wenn Gott das Böse nicht hassen würde, nur das Gute lieben würde. Stell dir das mal vor. Das ist doch keine Liebe. Ja? Der Polizist geht durch den Park und die Frau kommt, sagt, komm schnell, schnell, Hilfe, Hilfe, da ist ein böser Mann, der tut was mit meinem Kind. Und sagt, das ist seine Sache, dazu habe ich keine Meinung. Wir sagen, hallo, wo ist denn hier die Polizei? Wenn der nicht sagt, das muss sofort aufhören, das ist nicht in Ordnung, dann ist es kein guter Polizist. Und wenn Gott das Böse ignoriert und sagt, ich bin nur Liebe, dafür bin ich nicht zuständig, ich bin nur Liebe. Ja, weil Gott Liebe ist, muss er und tut er auch das Böse hassen. Und viele, viele Christen haben ein pazifistisches Bild von Gott. Und wenn du sagst, Gott hat Hass in seinem Herzen, sagen, was? Das kann ja wohl nicht sein. Und die Bibel ist voll davon. Dinge sind ihm ein Gräuel. Gott hasst Dinge. Jesus hasst die Werke der Nikolaiten. Er hasst diese Dinge. Ja, Offenbarung. Wir lesen nicht die einzigen Briefe, die Jesus geschrieben hat. Und deswegen kennen wir nicht seine Art, wie er Gemeinden anschaut. Und wenn du dann sowas sagst, Jesus hasst diese Dinge. Er kann das nicht ertragen und er sagt, entweder hört damit auf oder ich komme und mache mit euch Krieg. Wie, Jesus kommt zur Gemeinde und macht mit der Gemeinde Krieg? Jesus ist doch der Friedefürst. Wir sind gehirngewaschen, wir haben einen Hollywood-Jesus, aber nicht den Jesus der Bibel.
Jesus kommt und er droht der Gemeinde Konsequenzen an, wenn ihr weiter Isabel toleriert. Ich komme und werde mir den Krieg führen. Wenn ihr das nicht gebacken kriegt, ich komme, ich werde das regeln, glaubt's mir. Aber dann fliegen die Funken. Aber wir haben einen netten Jesus. Wir verwechseln manchmal ADAC mit Evangelium. Seid nett zueinander, ist nicht Evangelium, das ist ADAC. Wir sollen nicht nett sein, wir sollen wahr sein und im Geist brennen und liebevoll sein, so wie Jesus liebevoll ist. Und das heißt, die Sünde des Bruders oder der Schwester zu hassen. Ihr, der den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Psalm 96 irgendwo. Römer 12. Verabscheut das Böse. Das heißt, dir wird befohlen, von Gott befohlen, Horrorgefühle zu haben, Ekelgefühle zu haben, Abscheugefühle zu haben über das Böse. Hast du die? Wenn nicht, wann wirst du sie dir besorgen? Ja, ich kann ja nichts machen dafür, dass ich das nicht fühle. Doch, du kannst zu Gott gehen und sagen, zeig mir dein Herz. Lass mich sehen, wie du siehst. Ich will deinen Stand übernehmen. Und das fängt damit an, dass wir Dinge benennen, wie Gott sie benennt. Und in manchen Gemeinden, wenn ich zum Beispiel das, wie vorhin erwähne, irgendwie die Sekte, Wort und Geist, dann gleich, wie kann der nur, das sind doch auch unsere lieben Geschwister. Nein, sie haben einen falschen Geist, sie haben einen Guru, sie haben einen Hurengeist, sie haben ein Riesendurcheinander in ihrem ganzen Ding und sie verachten den heiligen Gott. Das ist, was da passiert. Und es ist eine Sekte. Sie sind vollkommen zu, du kannst mit einem Jünger von Wort und Geist reden, da kannst du auch mit einem Mormon reden. Da geht nichts rein, gar nichts. Sie schauen dich an und verachten dich. Du bist noch nicht drin. Damit meinen sie ihre Art von Liebe. Das ist, was sie sagen. Ja. Wir sind nett, aber wir sind nicht auf der Seite Gottes. Weil wir Gottes Wesen so wenig kennen. Und der Heilige Geist will uns das Herz Gottes offenbar machen. Gerade gestern wieder hat mir jemand wieder so schaurige Geschichten erzählt, was da Schreckliches in der Gemeinde passiert. Und niemand steht auf und sagt, halt, stopp, das geht nicht. Das darfst du hier nicht bringen. Diese Nummer ist hier nicht mehr erlaubt. Alle sind eingeschüchtert. Keiner traut sich, was zu sagen. Die Leiterschaft versteckt sich, tut so, als wenn sie nichts mitgekriegt hat. Ihr Lieben, so werden wir nicht vorwärts kommen. Wir müssen Gott kennen und auf seiner Seite stehen und in seinem Namen handeln und unsere Stimme erheben für das, was gut ist und unsere Stimme erheben gegen das, was nicht gut ist. Wenn wir das Gute lieben, müssen wir das Böse böse nennen. Das tut Gott und wir sind seine Nachahmer. Und manche Leute sagen, ja, aber wenn du das so sagst, dass das falsch ist, das ist ja dann richten und das ist lieblos. Hollywood Gehirn gewaschen, aber nicht von Bibel durchdrungen und von Bibel geprägt. Sentimentalität und Neutralität und Pazifismus, das nennen wir Liebe Gottes. Wir müssen Gott kennenlernen durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, hilf du mir. Das ist unser Gebet. Komm, das beten wir jetzt mal zusammen. Halleluja. Wunderbarer Heiliger Geist, niemand ist uns so nah wie du. Du willst das Herz Gottes, die Gefühle Gottes, die Absichten Gottes, die Vorlieben Gottes, den Geschmack Gottes, die Sicht Gottes uns mitteilen. Und du willst, dass wir in Übereinstimmung mit dir kommen und dass wir auf deiner Seite stehen und dass wir die Dinge bekämpfen in unserem Leben, die dich betrüben, die dich einengen, die dich quälen, die dich hindern, deinen Dienst in uns und dann auch durch uns zu tun. Heiliger Geist, wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen Ehrfurcht haben vor dir. Wir wollen begreifen, was das für ein unglaubliches Geschenk ist, dass der große, gewaltige Schöpfer Gott, dass er in uns Wohnung genommen hat und uns so nah ist und unser Partner, unser Freund, unser Helfer, unser Lehrer, unser Trainer sein möchte. Heiliger Geist, hilf uns, deine Worte zu ehren. Hilf uns, dir Raum zu machen, nicht dem Teufel Raum zu machen, sondern für dich Raum zu machen in unserem Herzen und dich zu ehren als den, der dieses herrliche Ziel sich vorgenommen hat, Christus in uns sichtbar werden zu lassen, uns in das Wesen, in den Charakter
des Sohnes Gottes zu verwandeln. Heiliger Geist, schenk uns Ehrfurcht vor dir. Schenk uns einen respektvollen Umgang. Hilf uns, dass wir das Heilige nicht missbrauchen für unsere persönlichen Zwecke. Hilf uns, dass wir ehrfürchtig und sauber leben mit den Dingen, die du tust und die du uns schenkst und die du durch uns fließen lässt zum Wohle der anderen Geschwister. Heiliger Geist, Jesus hat prophezeit, wenn du kommst, dann kennen wir dich. Wir wollen dich kennenlernen. Hilf uns, diese Dinge in die Praxis umzusetzen, diese praktischen Punkte, die wir heute angeschaut haben, und eine Partnerschaft, eine Gemeinschaft zu haben, wo du der größere und der überlegene Partner bist und wir dein Helfer sind und wir uns dir hingeben und mit dir gehen und dir zur Verfügung stellen und sagen, hier sind wir, gebrauche uns, fließe durch uns zum Wohle deines Volkes. Heiliger Geist, wir wollen eine Freundschaft. Wir wollen dich lieben. Wir wollen mit dir gehen. Wir wollen dir den Platz geben, der dir gebührt. Du bist Gott, du bist Herr. Heiliger Geist, durchwehe, durchdringe, präge unser Leben in ganz neuer Weise, tiefer und tiefer. Und zeige uns, öffne uns die Augen und zeige uns die Herrlichkeit und die Schönheit, die Klarheit, die Eindeutigkeit unseres wunderbaren Jesus, unseres Königs, unseres Bräutigams. Heiliger Geist, komm und verherrliche Jesus in uns und durch uns, wo immer wir sind. Wir brauchen dich so sehr. Und wir wählen, mit dir Zeit zu verbringen. Wir wählen, mit dir zu reden. Wir wählen, dir zu danken. Wir wählen, dich zu beachten und zu fragen und uns hinzugeben. Wir wählen eine Partnerschaft. Zieh uns in neue Dimensionen der Freundschaft, wo wir von dir geleitet werden und wo du durch uns das Reich Gottes ganz konkret bauen kannst. Und wir danken dir für deine große Geduld. Wir danken dir, dass du immer wieder neu anfängst mit uns. Wir danken dir für alles, was du schon mitgemacht hast und geblieben bist. Aber wir wollen dich nicht betrüben. Wir wollen eine volle Freundschaft und Zusammenarbeit mit dir haben. Und du wirst uns dabei helfen. Wir danken dir, du wunderbarer, gnädiger, geduldiger Gott, voller Vergebung, voller Barmherzigkeit, voller Freundlichkeit, voller Güte. Danke für deine Liebe, die sich nicht erbittern lässt. Wir danken dir für dieses Wunder, dass du in uns wohnst. Hilf uns, dich kennenzulernen in uns und uns dir hinzugeben, damit du uns verändern kannst. Danke. Danke, dass du uns jetzt hörst. Danke, dass du darauf eingehst. Danke, dass du ein neues Kapitel aufschlagen willst in der Beziehung mit dir. Danke für das, was kommt. Danke, dass wir von dir selbst gelehrt werden. Halleluja. Wir geben dir alle Ehre. Wunderbarer Heiliger Geist. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Halleluja.